Es ist endlich soweit, die 151 Ultra Premium Kollektion ist hier und wir werden diese jetzt gemeinsam öffnen. Was ich auf jeden Fall direkt sagen muss ist, die fühlt sich von der Produktion, von der Aufmachung ein bisschen billiger an als die Glurak UPC. Die war auf jeden Fall deutlich stabiler als diese hier. Die ist mehr so pappig, würde ich behaupten. Aber schauen wir mal, was drin ist. Diese Box halt auch so gigantisch, die kann ich auf dem Tisch nicht mal zeigen, weil die so riesig ist. Deswegen zeige ich sie halt hier. Denn es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar ist die Box ein bisschen größer als die Glurak Ultra Premium Kollektion. Wir sehen hier das an der Seite, einige Zentimeter. Und von der Höhe her ist die marginal größer. So ungefähr, Moment, so ein halber Zeigefinger oder so. Genug von der Größe von Produkten, lass uns das Ding jetzt endlich aufrippen. Ich habe tatsächlich noch nie eine Ultra Premium Kollektion geöffnet. Die Glurak da habe ich stehen, die werde ich aber wahrscheinlich irgendwann öffnen. Nicht demnächst. So, Folie ab. Ah, die riecht irgendwie richtig angenehm. So, sliden wir das Ding raus. So, ich habe jetzt mal so weit rausgezoomt, wie es geht. Die Box ist einfach gigantisch. Aber gucken wir gemeinsam rein. Ich habe, ich weiß natürlich schon, was da drin ist. Aber jetzt ist die Frage natürlich, wie sind die Promos? Okay, first things first. Ich muss das Ding mal umdrehen. Hier sind die Promos. Meine Goldkarte ist tatsächlich nicht rausgeflogen. Bei den meisten sehe ich, aber da habe ich gesehen, dass die Goldkarte einfach rausfliegt, aber tatsächlich ist die drin. Bin ich blöd? Wie holt man die da? Hä? Warte mal, hier ist sogar keine Öffnung für irgendwas. Außerdem ist die da stuck. I guess ich hole die mal seitlich raus. Okay, meine erste Goldkarte. Mew Gold. Ja, die ist komplett aus Metall. Die scheint von der Qualität her aber auf jeden Fall besser als die Glurak und Pikachu zu sein. Ihr seht hier tatsächlich keine wirklichen Beschädigungen oder sonst irgendwas. Ich muss sagen, die Promos sind sick. Natürlich die Altart leider nicht im Set drin. Das heißt, es gibt ein paar weniger Chase-Hits zum Ziehen. Aber als Promo natürlich trotzdem genial. Vor allem die Mewtwo auch wunderschön. Der Skyline da am Start bei der kann ich reden. Bei Nacht. Sind schon sicke Karten auf jeden Fall. Ich meine, den Rest der Box, den kennt man. Hier hat man noch die Playmat. Und hier haben wir natürlich den guten Stuff. Hier einmal die Packs und hier die Packs. Hier haben wir noch das andere Zeug. Ich muss tatsächlich sagen, die Mew-Münze. Ich mag zwar die großen Münzen nicht allzu sehr, aber die sieht schon sick aus mit dem... Uch, die sieht schon sick aus auf jeden Fall. Ansonsten, ja okay, Damage-Marker, Dice. Muss ich sagen, juckt mich nicht. Ich habe viel zu viel von dem Zeug. Und dann haben wir noch eine Deckbox. Die sieht auch ganz gut aus auf jeden Fall. Die Aufmachung ist aber, denke ich, generell einen Schritt zurückgegangen. Die Glurak-Box war auf jeden Fall sehr viel edler. So, auch noch viel fester. Das ist halt wirklich einfach nur eine kleine Pappbox. Die Glurak-Box war richtig stabil. So, genug von dem Bullshit. Wir sind hier eh schon viel zu lange am Start. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Booster-Packs. 1, 5, 1. Tatsächlich habe ich nicht viel 1 auf 1 geöffnet. Die drei Poster-Kollektionen, die ich aufgemacht hatte neulich, das waren tatsächlich die einzigen Booster-Besser, die ich geöffnet habe von dem Set. Deswegen mal gucken, ob wir heute irgendwas Geiles ziehen können. Spoiler, bei dem anderen Opening konnten wir das nicht. Lasst uns schauen, ob wir hier was Geiles ziehen können. Was ich bei dem Set wirklich sagen muss, also die Common-Karten sind ja generell mittlerweile echt mega schön und wirklich... Die können glatt Altart sein. Zum Beispiel, guck mal, das könnte Illustration Rare sein, locker. Und Leute würden das feiern. Und die Common-Karten in diesem Set sind halt besonders gut, finde ich. Die Artworks sind echt stark. Okay, im ersten Pack haben wir nichts auf dem Reverse-Slot und eine Aerodactyl Holo. Zum Beispiel das hier. Guck mal, das könnte eine Special Illustration Rare sein. Stellt euch das als Full-Art vor mit Textur. Leute würden das abfeiern des Grauens. Aber nein, es ist eine wertlose Holo-Karte, die aber echt cool aussieht. Oh, und wir haben eine Holo-Pflanzenenergiekarte. Geil, stimmt. Hier gibt es auch noch die Holo-Energiekarten. Die feiere ich echt besonders, vor allem halt für Decks. Die sind halt mega, mega schön. Also ja, die Common- und Ankommen-Karten sind in dem Set echt besonders stark, meiner Meinung nach. Was aber nicht so gut sein soll... warte mal, ich bin schon wieder bei Schwert und Schild. Wir brauchen keinen Kartentrick. Was aber nicht so gut sein soll, ist die Printqualität. Oh, Glumanda, let's go. Ah, hier, die Anspielung an das Original Base-Set Glumanda. Ich meine, das ist mein Lieblings-Pokémon, darüber kann ich mich nicht beklagen. Aber die Print-Quality soll tatsächlich gar nicht so gut sein. Ich werde gleich auf jeden Fall noch mehr auf die Artworks eingehen. Ich will erstmal was ein bisschen dazu sagen. Wir haben hier Krabby Reverse und Wildplume Holo und eine normale Pflanzenenergie. Ich sehe halt überall im Internet Bilder von Hits. Ich muss auch sagen, die zwei Hits, die ich in meinen Posterboxen hatte, die hatten auch Whitening und komische Ecken am Start. Deswegen, es ist, die Printqualität scheint nicht wirklich bombastisch zu sein. Was zum einen cool ist, für, falls man halt
wirklich eine gute Karte hittet, weil die halt noch mehr wert ist. Aber andererseits denke ich mir, das ist halt völlig Schwachsinn, weil das erinnert mich an Nacht in Flammen zurück. Jede Karte, die du da ziehst, hat absolut fürchterliche Printqualität. Blitzer, ich bin überrascht, dass die Evoli-Entwicklungen nichts bekommen haben, aber es ist auch sickes Artwork auf jeden Fall. Glutex Reverse. Das ist eine der besten Glutexo-Karten, die wir, glaube ich, jemals bekommen haben. Und ein Gyarados. Olo, die Glutexo lege ich mir auf jeden Fall mal zur Seite. Deswegen mal gucken, ob wir hier ein paar Hits rausholen können. Bisher sieht es noch nicht so gut aus. Aber wir haben ja eine Menge Packs. So, wir haben hier einmal den Code. Deswegen mal gucken. Aber gucken wir uns mal genauer die Artworks an, weil ich finde wirklich, in diesem Set sind sie halt mega stark. Wir haben zum Schluss Carpador. Hier sind auch viele ikonische Artworks am Start. Lol, das Führerblatt hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, wie es einfach in der Top-Pflanze sitzt. Wir haben Mankey. Ich weiß nicht, wirklich, die Artworks sind halt teilweise echt mega stark. Und das sind einfache Common-Karten, so. Das ist halt schon heftig. Aber ich würde jetzt gerne nochmal was ziehen hier. Wir haben einmal Farfetch'd. Diglett, keine Illustration. Und ein Golem EX. Und eine Holo-Elektro-Energie. Die Holo-Energien nehme ich gerne mit. So, die Printqualität in den letzten Sets war halt ziemlich, ziemlich gut. Das sieht man jetzt auf der Cam nicht so gut. Aber hier sind ein paar Whitening-Punkte und da unten sind ein paar Whitening-Punkte. Und das ist halt ungewöhnlich, weil fast jeder Hit Whitening und sowas hat. Das ist sogar noch eine relativ solide Karte hier tatsächlich. Also von der Printqualität her. Also irgendwie ein bisschen komisch, dass da... Wahrscheinlich haben die das sehr gerusht einfach, weil sehr viele Leute wollen 151. Man sieht das an den Illustration Rare Preisen. Die gingen bei Release, keine Ahnung. Normalerweise sinken Preise nach Release. Die Illustration Rares aus diesem Set gehen einfach im Preis hoch. Also vor allem die Starter-Pokémon sind übelst im Preis explodiert. Was auch cool ist, viele der Ankommens und so weiter haben ein Potenzial, ein Gimmick-Deck zu sein. Was auf jeden Fall auch nicht schlecht ist. Zum Beispiel Nidoking, jetzt wo wir Nidorino sehen. Nidoking und Nidoqueen. Die haben auf jeden Fall Potenzial für ein Gimmick-Deck. Ein Amoroso. Guck mal, das Amoroso ist auch so sick. Das wäre so eine krasse Illustration Rare. Schaut euch das an. Easy. Wird das eine Illustration Rare? Bam. Heftig beliebt. Ist auf jeden Fall cool, dass sie aus diesem Set was Cooles und Gutes gemacht haben und nicht einfach irgendein Schrott, Hauptsache Kanto, Kanto, Kanto. Ist auf jeden Fall appreciated, dass sie sich da wirklich Mühe gegeben haben. Das Set ist auf jeden Fall echt stark. Persönlich muss ich aber sagen, ich finde Entwicklungen in Paldea auf jeden Fall besser tatsächlich. Also irgendwie mag ich Entwicklungen in Paldea mehr. Oh, wir haben mit Shiggy und Schiller. Komm, ist das ein gutes Zeichen? Pixie, noch nichts auf dem Reverse Hot gettet und ein Chansey Holo und noch eine Pflanzen-Holo-Energie. Holo-Energien sind schön und gut, aber komm, wir brauchen jetzt mal... Komm, ich brauche jetzt mal was Gutes hier, weil das kann nicht sein, die letzten Sets gönnen mir überhaupt nicht. Ich habe Obsidian-Flammen auch noch kein einziges Glurak gezogen. Jeder fragt mich, wie ich das hinbekomme, weil Glurak ist halt ziemlich einfach in dem Set zu ziehen, aber ich krieg's einfach nicht hin. Vielleicht kann ich ja Glurak aus diesem Set jetzt ziehen, wer weiß. Oh, ich habe ein Poliwag geskippt. Revelier, Arcanine. Oh, dieses Arcanine sieht. Weiß ich, Arcani hat generell geile Artworks. Okay, Bellsprout und Kabutops Holo. Ich mache mir langsam ernsthafte Sorgen. Wir haben jetzt noch 9 Packs. Also, wir haben jetzt 7 Packs. Wir haben 3 Holo-Energien und eine Geowatt EX. Das geht auf jeden Fall besser. Ich will wenigstens noch eine Illustration Rare haben. Weil die Illustration Rare sind das, was ich chase in den Sets. Deswegen, eine Illustration Rare wäre mir jetzt schon wichtig. Der Fokus braucht irgendwie heute richtig lange. Deswegen auch immer wieder kurz die Cuts, bevor ich die Packs anfange hier zu öffnen. Ich habe eine Tentacool aus dem geskippt. Und Nidorina. Okay, wir haben jetzt die Hälfte der OPC mit praktisch einem richtigen Hit. Das ist nicht gut. Vielleicht ist ja die zweite Hälfte deutlich besser, wer weiß. Im Schnitt sollte man aus jedem dritten Pack ungefähr einen Hit ziehen. So im Durchschnitt, wenn man das jetzt auf viele Packs hochrechnet. Es hat eine ähnliche Hitrate wie die anderen Kamsin-Popo-Sets, nur halt auf den Rarities verteilt ein bisschen anders. Ich krieg gerade allerdings überhaupt nichts und der Fokus hat auch keine Lust mehr. Abra, Spearow und noch ein Kabutops ohne Holo-Energie. Oh Gott, das... sieht nicht gut aus. Vielleicht ist das ein weiteres Set, welches mich absolut nicht leiden kann. Wenn solche UPCs gibt, ich habe schon UPCs gesehen, da haben Leute 2 Altarts rausgezogen. Ich beziehe nur leider irgendwie ständig die schlechten Sachen raus, wo man nichts rauszieht. Das ist jetzt in Obsidian habe ich schlecht gezogen, selbst in Base habe ich relativ schlecht gezogen. Hier ziehe ich absolut richtig beschissen gerade aktuell. Also wirklich, ich ziehe ja
gar nichts aus diesem Set. Das ist absurd. So, wir haben jetzt 6 Packs übrig. Und wir haben einen Hit aus 10 Packs. Das ist sehr belastend. Vielleicht haben wir ja noch irgendwie Glück und die ganzen Hits sind irgendwie jetzt in den letzten Packs. Ich kann es nur hoffen, weil sonst wird mein Geldbeutel mich hassen. So, wir haben Goldini. Komm schon, zeig mir mal irgendwas hier. Nee, wieder nur eine normale Reverse. Und ein Wigglytuff. Die habe ich sogar schon. Das ist eine der 2 Pulls, glaube ich, die ich... Nee, die habe ich doch nicht. Stimmt. Die habe ich noch nicht. Wigglytuff EX. Okay. Es ist ein Anfang. So, letzte 5 Packs. Es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ja, komm, ich will wenigstens eine Illustration Rare. Egal welche. Einfach außer Pantymos. Okay, nee, ich würde auch Pantymos nehmen. Alle Illustration Rares in dem Set sind sick. Komm, gib mir irgendwas. Weil, keine Ahnung. Das ist auch der Grund, warum ich aktuell deutlich weniger öffne. Ich öffne eigentlich nur in Random Pack Openings und selten mal in Videos. Weil, oh, das Ivysaur ist auch so sick. Das Artwork ist auch so geil. Weil irgendwie ist mein Luck seit 5-6 Monaten komplett Müll. Ja, wieder nichts, nicht mal eine Holo-Energie. Nichts, nicht mal eine Holo-Energie. Ich habe wirklich keine geile Karte seit April oder März oder so gezogen. Das ist keine Übertreibung. Die beste Karte in den letzten Monaten war Baojun Alternate Art aus Entwicklungen in Paldea. Aber das ist bisher die schlechteste UPC, die ich jemals gesehen habe vom 1-5-1. 2 Hits und 2 normale EXs. Nichts Besonderes. Auch hier wieder nichts. Okay, das Mewtwo ist auch so. Das ist eine normale Holo, aber sieht so krass aus. Aber ist halt trotzdem nichts Besonderes. Wir haben jetzt noch 3 Packs. Ich sag's mal so, wenn jetzt in allen 3 Packs ein Hit drin ist, fein. Oder 2 Packs mit einem Double Banger Pack. Aber so ist das halt echt mega belastend. Wir haben weder eine Full Art, weder eine Illustration, noch eine Special Illustration, keine Gold. Gönnt absolut nicht. Glumanda, komm, Spearow, Bellsprout, Seedra, Kabuto, Gloom, Slowpoke Reverse, komm, show me the goods. Wieder nur eine normale Reverse und ein Simsala EX. Okay, es ist ein Anfang. Es ist wieder eine normale EX. Es ist auf jeden Fall ein Hit. Vorletztes Pack. Ich bin unzufrieden. 100%. Also wirklich, das ist ja bisher echt miserabel. Und so sehen meine Openings letzte Zeit eigentlich immer aus. Egal, was ich öffne. So, ich habe wirklich seit Ewigkeiten nichts Vernünftiges mehr gezogen. Deswegen öffne ich aktuell einfach nicht viel, weil ich bedenke, wozu? So, komm. Eine Illustration Rare. Yes! Ja, Mann! Okay, ja! Einer meiner Chases auf jeden Fall. Glumanda. Immerhin. Okay, wir haben eine Illustration Rare gezogen. Dazu mit die beste wahrscheinlich sogar. Eine der besten. Und einer meiner Favorites. Glumanda, mein Lieblings-Pokémon. Obviously freue ich mich extrem drüber. Fokus, bitte spiel mit. Danke. Wunderschönes Artwork, feiere ich sehr. Und dahinter haben wir noch ein Wigglytuff EX. Ich meine, es ist ein Hit. Nehme ich mit. Es ist ein Hit. Aber 2 Wigglytuffs in 15 Packs? Aber es ist genau das, was ich meine. Hier sehen wir Whitening. Wir sehen hier oben eine gesamte Kante Whitening. Die Eckart Whitening hier. Also das ist die Printqualität, scheint echt nicht gut zu sein. Das ist mir aber vollkommen egal. Die kommen eh in meinen Binder, die Hits. Von daher juckt. Ich bin einfach froh, dass ich wenigstens irgendwas gehittet habe. Und dann vor allem einer der besten Illustration Rares. Vor allem mein Lieblings-Pokémon. Also immerhin, wir haben einen guten Hit gezogen. Kann man auf jeden Fall machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall Last Pack. Vielleicht haben wir Last Pack Magic am Start. Ist das das erste Evoli? Das ist nämlich auch ein geiles Artwork, das Evoli auf jeden Fall. So, Grimer. Weedle? Hatten wir Weedle? Also irgendwie habe ich den Eindruck, wir hatten hier... Erik hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Also in diesem Pack hatten wir auf jeden Fall einige Karten, die wir noch nicht hatten. Erika's Invitation. Magneton. Nidoqueen. Okay, Farfetch Reverse. Haben wir nochmal einen Hit zum Schluss. Nichts auf dem Reverse-Slot. Arctos und... ein Lavados. Ich würde behaupten, die Ausbeute war ziemlich bescheiden sogar. Wir haben 5 Hits. Wir haben halt eine Illustration Rare und ansonsten 4 normale EXs. Also nichts Großartiges. Vor allem nur 3 Holo-Energiekarten. Das ist echt wenig für 16 Packs. Ja, so laufen in letzter Zeit alle meine Openings. Deswegen lade ich aktuell nicht so viele Openings hoch. Auch wenn potenziell demnächst nochmal eins kommt, aber es wird halt was Besonderes sein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Abonniert, falls ihr nichts verpassen wollt. Ciao.